die spukhafte Fernwirkung. Egal wie weit A und B voneinander entfernt sind, überträgt sich die Veränderung sofort auch auf Objekt B. Wir selber nennen es eine Fernbeziehung. Überleg mal, was wir nächstes Wochenende machen. Da haben wir 3 freie Tage. Ein dickes Schmatzel für euch zwei Lieben. Freue mich auf euch, dein liebender Schatz. Wir schicken uns oft zu lustigen Uhrzeiten Nachrichten. Meist steht da dann auch nur die Uhrzeit drin oder ein Kuss-Emoji. Unser Lied. Nussknacker 30 Mal. Alle zwei sind frei. Bist du genauso in einer Watteblase oder Seifenblase gefangen? Ich glaube, das ist so ein Moment, das kann man auch noch mit 60.